Hörspielfans, herzlich willkommen zu einer neuen, niegelnagelneuen Review hier auf Hörspielfan, euer Hörspielmagazin rund um aktuelle und klassische Hörspiele. Zurzeit, ja, das wisst ihr ja, reviewe ich die Neuauflage der Jan Tenner Hörspielreihe. Letztes Mal hatte ich ja schon die erste Folge Ein neuer Anfang hatte ich euch vorgestellt und heute folgt die zweite Folge. Und zwar, der Titel lautet Der lautlose Tod. Auch diese Folge konnten die Hörmich-Besucher in Hannover Anfang September 2019 kaufen. Für die Vorbesteller gibt es diese Folge samt den anderen 6 Folgen ab dem 27. September aus dem Hause Zauberstern Records. Und diese gibt es als CD. Philipp Schacht und Maurice Depot, zwei Angestellte des Ordens des Futuras, hört sich ein bisschen an, so wie eine Sekte, ja, ist aber vom Institut Futuras, ja, gehen zum Entspannen, gehen sie angeln, und zwar am Katzenfluss. Plötzlich, ja, mega plötzlich, bekommt Philipp Schacht irgendwie, ja, er dreht ein wenig durch, ja, er dreht total durch, schreit, sein Kompagnon Maurice macht sich totale Sorgen, er kippt um. Maurice informiert den Rettungswagen, doch die wollen zuerst gar nicht kommen. Aber nachdem er sagt, dass das Angestellte sind von Professor Futura, kommt der Rettungswagen doch relativ schnell. Doch beim Eintreffen des Rettungswagens verstirbt Philipp. Und ja, dann beginnt die ganze Tragödie. Dann stellt sich heraus, dass Philipp Schacht, ja, ohne Wissen vom Professor Futura eine Handvoll Würmer, die mit einer Bestrahlungsdusche behandelt worden waren, die aber noch in einer Testphase steckt, und das Erbgut von Zitteraalen ändern soll, einfach mitgenommen hat und diese ja als Köder, ja, in den Fluss geworfen hat. Auch in der Nacht versterben noch 3 weitere Menschen in Westland. Selbst das Militär um General Forbett ist machtlos. Professor Futura vermutet schon, dass es aus seinem Institut stammen könnte. Und er bittet natürlich Laura, Jan Tenner Junior, natürlich aber auch Jan Tenner um Hilfe. Ja, beim Besuch im Krankenhaus, wo Jan Tenner Maurice besucht, sprüht er Jan ein paar Würmer ins Ohr, damit er mit diesen kommunizieren kann. Jan Tenner dreht danach vollkommen durch. Sie verursachen Stimmen in seinem Kopf und er dreht vollkommen durch. Er denkt an Suizid, ja, sein Sohn Junior versucht ihm davon abzuhalten, dass er sich ein Messer reinrammt in den Körper. Er ist vollkommen am Ende, er dreht vollkommen ab. Aber dank durch seinem Sohn wird natürlich Jan Tenner kein Suizid machen. Und das Experiment gerät vollkommen außer Kontrolle. Dann kommen wir mal zu Tanja in dieser Story. Ja? Tanja ist ja wieder seit der letzten Folge wieder dabei und sie hat eine Fähigkeit, sie kann Gedanken lesen. Und sie kann sogar die Gedanken von General Forbett lesen. Er möchte alle Infizierten wegsperren. Krass, wegsperren. Und dann kann sie noch die Gedanken von Jan Tenner Junior lesen, denn sie liest aus seinen Gedanken, dass er sie scharf findet, ja, mega scharf. Ja, darauf spricht sie ihn an, aber ihm ist das natürlich total peinlich. Ob nun Professor Futura und Jan Tenner helfen können, das erfahrt ihr in der zweiten Folge der Neuauflage. Ja, also, ich muss sagen, die zweite Folge ist noch besser als die erste, denn da ist richtig Action und Grusel drin involviert.
schon alleine diese mördereklige Würmer, ja, die jeden Infizierten in den Wahnsinn treibt und anschließend auch sterben lässt, macht mir persönlich schon Angst, weil so ein Experiment könnte es wirklich geben. Ja, finde ich mal. Man weiß ja nicht, woran die Forscher heutzutage sind. Und deswegen machte es für mich dieses noch sehr unheimlich. Auch die Story wiederum, ja, um Jan Tenner Junior und Tanja, ja, wo man nicht weiß, werden die beiden zusammenkommen, macht es auch schon wieder ein bisschen lockerer von der Atmosphäre. Denn man merkt schon in dieser Folge, dass Jan Tenner Junior auch zwar mit dem kleinen Macho-Gehabe die Tanja sehr gut umgarnt, aber diese ist ja auch nicht blöd. Sie ist sehr selbstbewusst mittlerweile, was in den ersten drei Folgen aus der Klassikreihe gar nicht so war. Ja, ist sie mehr so extrovertiert und sie spielt auch ein bisschen damit und spricht ihn auch so explizit an. Auch ein schöner Plot in dieser Folge und komplett ein schöner Plot in dieser Reihe. Was mich ein bisschen so nervt, ist dieser Mimo. Okay, viele mögen Mimo, ja, aber er nervt. Ich finde die Stimme auch schon sehr nervig. Man merkt leider auch dem Sprecher an, dass er in die Jahre gekommen ist. Also, ja, es nervt halt. Und Mimo hat da auch, er braucht da seine Zuwendung in dieser Folge, ja, das ist so ein bisschen für mich in dieser Story ja ein bisschen so hinderlich. Und das Abgefahrene an dieser Story ist noch, dass Mimo sich in eine Robot-Krankenschwester verliebt und sie auch ein bisschen betatscht. Ja, ich glaube, auch da ist wieder mal, ich glaube, in dieser Neuauflage ist auch so diese sexuellen Anspielungen durch Kevin Hayes, nochmal einen schönen Gruß, Kevin, an dich, sehr stark gegeben. Ansonsten muss ich echt loben, das Hörspiel, richtig mega geil, tolle Soundeffekte, tolle Geräusche, Sprecher wieder top, gut, wie gesagt, Mimo, gut, großes Jammern wieder auf hohem Niveau, Story sehr geil, man hat da sich auch so Gruselmomente für mich da drin, ja, auch so Besorgnismomente, wo man, wie gesagt, ich schon eben mitteilte, ist, das könnte ja auch im wirklichen Leben passieren. General Forbit mag ich persönlich immer sehr, sehr gerne und wie gesagt, die Nachfolgestimme passt wie die Faust aufs Auge. Ein Hochgenuss. Das komplette Hörspiel kriegt von mir, wenn ich jetzt wirklich Sterne vergeben müsste, 8 von 10 Sterne. Ja, klar, kommen wir jetzt auch zum Sprechercast. Erzähler ist Till Hagen. Jan Tenner Senior, Lutz Riedel. Junior spricht Florian Kleid, Marianne Groß spricht die Laura, Tanja, Olivia Büchken, also ist der, jetzt sind der Stammcast, Lara, Sarah Riedel, Professor Futura, Kaspar Eichel, er ist auch ein ganz bekannter Hörspielsprecher, hat verschiedene Rollen gesprochen, auch für verschiedene Hörspiellabels, zum Beispiel auch für das Gruselkabinett, General Forbit, Thomas Kästner, General Grimes, Kevin Kraus, Wilfried Herbst, Mimo spricht er ja auch seit der Classics-Folgen in den 80ern. Philipp, gesprochen von Johannes Valenta, Maurice, Felix Würkler, Andromeda, Magdalena Höfner, Evanna, gesprochen von David Riedel, also dem Sohnemann von Lutz Riedel. Also die ganze Familie ist da so gesehen, ist sie on air. Und im TV Karin Schulz-Vobach. Ja, und zum Schluss gibt es nochmal einen Hinweis, denn wir verlosen ja 5 Hörspiele, ja, die ersten 5 Folgen von Jan Tenner samt einer und 2 signierten Postkarten. Diese haben der Autor Kevin Hayes hat diese signiert. Dazu gibt es noch Sticker von Jan Tenner. Ja, einmal mit Jan Tenner himself. Dann ist es Laura. Ja, Laura und Professor Futura. Dieses könnt ihr gewinnen. Ihr wisst ja, ihr müsst die Gewinnspielfrage beantworten. Welchen Ausspruch hat General Forbit immer. Ja, er hat einen ganz speziellen Ausdruck. Ja, den bitte schreibt mir in die Kommentare
Das Gewinnspiel geht noch bis zum 3. Oktober, 12 Uhr mittags. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und vielleicht gewinnt ja einer, wie gesagt, es gibt nur einmal dieses Package, diesen tollen CDs mit Stickern und signierten Postkarten von Kevin Hayes. Drücke ich euch erstmal fest die Daumen. Und ich verbleibe bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hörspielfan. Und dann reviewen wir mal die dritte Folge von Jan Tenner. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt hörsinnig. Tschüss.